Hallo Leute, ja, wir sind in Simotrans mit den roten Zahlen unterwegs. Ich würde jetzt diese Strecke, die hier lang geht, bearbeiten wollen nach dem Logo. Also Königsbrunn nach Bad Zwischenahn, dann nach Gütersloh, Lüneburg und Lüneburg-Burg. Da haben wir zwei Züge, glaube ich, drauf. Das müssen wir mal einmal gucken. Und wenn wir die zwei Züge nehmen, dann würde ich einen Zug dieses Stück fahren lassen und den anderen das andere Stück. Und dann mal gucken, wie sich das rentiert. So, jetzt sind wir auf dem Großbildschirm wieder mit dem Ganzen und ja, so weit rauszoomen kann ich gar nicht, dass ich es auf einmal sehe. Jetzt ist die Frage, wo die Züge sind. Ach, hier stehen schon wieder welche. Okay, das ist. Ah, ne, wir sind ja in der Pause, ne? Ne, wir sind nicht in der Pause. Das heißt, die müssten eigentlich fahren. Beladen. Okay, da läuft was faul. Was sagt der Fahrplan? Okay. Das war jetzt nicht so eine gute Idee. Ich muss das definitiv über den Zug nicht machen, sondern ich muss das über hier machen, ne? Und das kannst du also schon mal hier löschen. Das macht so keinen Sinn. Weil sonst bleibt er da stehen und blockiert doch alles. Hier ist halt ein Umschlagbahnhof sozusagen mit mehreren, ne? Das funktioniert nicht so. Welcher ist das denn überhaupt? Wir fahren noch zwei Brücken runter, okay. Das ist schon mal der richtige Zug, der hier links-rechts fährt. Ich glaube, das machen wir erstmal nicht so. Weil ich habe so ein bisschen Angst, dass die ganzen Fahrgäste verloren gehen, wenn wir das wieder umstellen, ne, oder? Schlimm ist, dass die hier jetzt in der Warteschlange gestanden haben. Das ist wirklich schlimm. Wie viel sind denn da überhaupt? Ach, warte mal, ich muss mal erstmal gucken, wie viel da drauf sind. Vielleicht sind da auch mehr drauf und ich habe mich vertan. Ja, da sind mehr drauf. 2, 4, 5. Nicht 2. Dann sollten wir auf jeden Fall was umändern. Das macht so keinen Sinn. So, der fährt jetzt. Das ist ja der, ne? Ja, das heißt, der kriegt jetzt die Strecke. Lüneburg-Burg. Dieses Stück kriegt er jetzt so gewiesen, oder? Wir stehen hier, da stehen 68. Dann machen wir eine neue Strecke auf. Zug, neue Linie. Regionalzug. Lüneburg Strich Burg. Schuss passt. Und dieser Zug soll da jetzt drauf. Wie viele Fahrgäste sind da drin? Kann ich das gerade sehen? Ach so, hier. 42. Nee, nicht Linie ändern, das wäre verkehrt. Hier muss ich das machen. Da. Nee, nix eigener Fahrplan, Lüneburg-Burg. Genau, den brauche ich. Und dann ist er nämlich leer. Das ist schlecht. Haben wir die 42 Passagiere nämlich verloren. Findet keinen Weg mehr. Ach, ich habe kein Dingens reingemacht. Shit. Kann auch keinen Weg mehr finden, ne? Und an der Burg machen wir mal eine Haltezeit mit vier Fahrgästen erstmal. Oder 10, 4. Machen wir erstmal so. Da ist jetzt kein Fahrzeug drauf. Wieso ist da jetzt kein Fahrzeug drauf? Wo ist der Zug? Da. Ah, jetzt hat er dann einen Wegpunkt zugemacht. Ich muss das erschließen. Dann den nehmen. Und jetzt fährt er. Mit Verlust von 42 Passagieren, die uns wahrscheinlich viel Geld gebracht hätten. So ein Shit.
stehen jetzt 82. Findet keinen Weg mehr, ist erledigt. So, der fährt jetzt immer hier hin und her. Dann bedeutet das, wir machen mal das nochmal auf, wegen den 82 Fahrgästen. Und jetzt gehen wir hier hin. Gehen hier rein. Fahrplan und ändern hier die Linie. Zwischenan Gütersloh, Lüneburg, Gütersloh. So ist es richtig, oder? So, und hier stehen immer noch die 82 Passagiere. Die haben wir zum Glück nicht verloren. So, und jetzt kommt er da angefahren und kann alle aufnehmen, bis auf zwei. Das ist schon mal was. So, dann machen wir den nächsten Zug, der jetzt hier fährt. Den halten wir mal gerade schnell an, weil der kriegt auch eine neue Linie. Und das ist immer noch Minus zwischen, ne? Das machen wir ja so gerne. So, und der fährt von da nach da. Und der fährt dauerhaft. Das ist der und der hat jetzt seine vier Fahrgäste behalten. Noch, weil wenn ich ihn jetzt auf Lüneburg, Gütersloh-Lüneburg umswitche, hat er doch noch seine Fahrgäste behalten. Habe ich ihm nur, weil ich die Linie dann nicht richtig gebaut habe, ist da der Fehler passiert. So, und dann welcher ist das jetzt hier? Das ist noch einer, der die lange Strecke fährt. Lüneburg nehmen wir jetzt raus. Da sind aber noch zwei, die dahin fahren. Lass es erst noch fahren. Das wird jetzt spannend. Wie viel hat er jetzt hier drin? Die 80, ne? Genau. Und wie viel stehen da noch? Vierer. Kommen jetzt die ganzen Leute rein. Und wie viel nimmt er mit? Er nimmt auch ein paar mit, und zwar 33, okay. Das ist nicht schlecht. So, das haben wir erledigt. Lüneburg-Gütersloh haben wir schon gebaut. Da fährt ja, glaube ich, dieser hier lang, ne? Ja. So, das heißt, wir bauen noch eine neue Linie. Und das ist der Regionalzug Bad Zwischenahn. Gütersloh. Schuss. Der fährt von da nach, wo ist der Bahnhof? Da. Erledigt. So, und ein Zug, der jetzt hier gleich zurückfährt. Nämlich dieser. Der kriegt dann nicht diese Linie, weil das macht keinen Sinn. Weil der ist ja voll mit Fahrgästen woanders hin. Das heißt, wir gucken den mal an. Der hat 13 Passagiere, die nach da sind. Da machen wir jetzt einen Fahrplan. Ne, da machen wir das nicht, sondern Fahrzeugdetails. Machen nicht laden. Weil dann verlieren wir vielleicht keine Fahrgäste. Lass mal schneller laufen. So, jetzt muss der ja leer sein, richtig? Ist er auch. Jetzt kriegt er einen Fahrplantausch. Bad Zwischenahn. Gütersloh.
So, das ist dann erledigt. Ich hoffe, hier sind nicht die Fahrgäste verloren gegangen, ne? Aber eigentlich dürfte das nicht so sein, weil wir Bad Mergentheim. Wenn jetzt hier keine nach Gütersloh stehen, dann ist es komisch. Da stehen aber welche nach Gütersloh, also passt das. Das muss eigentlich funktioniert haben. So, jetzt nochmal Gütersloh aufrufen mit 232. Hier steht jetzt aber keiner gerade nach Lüneburg oder sowas. Aber hier haben wir ja welche nach Gütersloh. Jetzt können wir mal schauen, dass wir die lange Linie bei Zwischenahn hier nochmal anpassen, den Fahrplan. Lüneburg kommt raus, das kommt raus. Und auch der kommt raus. So. Die Gütersloher stehen ja noch, dann kann das eigentlich nicht schief gegangen sein. Höchstens, dass hier drinnen welche waren, die verschwunden sind in den Zügen. Und jetzt haben wir auf dieser Strecke noch zwei Züge. Ja, Fahrplan ist so, passt. So, und jetzt müssen wir hier nur den Namen noch ändern. So ist die Linie richtig. Und hier in Königsbrunn, ne, können wir nicht machen, weil da kommen von Jena noch Fahrzeuge. So, wie viel sind da drauf? Hier sind es nur noch vier. Wo ist der zweite Zug? Ist der hinten irgendwo? Ne, der muss dann da hinten irgendwo noch unterwegs sein. War wahrscheinlich im falschen Moment, aber da sind 23 Passagiere drin, das geht noch. So. Der muss laden. Shit. Naja, einmal verpasst, aber ist glaube ich nicht so ganz so schlimm. So, der muss Gütersloh mitnehmen. Hat er ja 30 Passagiere dann. So, damit haben wir diese Linie auch umgebaut. Hier sind nur vier drinne. Und dann sind da 11 drinne. Es fährt nur noch ein Zug da hin und her. Ich hoffe, das rechnet sich am Ende. Und 220 warten hier, die nach Gütersloh Monument wollen. Das ist wieder das Geilste, oder? Hier wollen die hin. Nee, da, ne? Oh Mann. Aber die fahren alle Minus an die Kutschen, ne? Warte mal, lass uns mal gerade was gucken. Diese Stadtbuslinie Gütersloh. Fährt ja alle Halte an, ne? Was sagt denn erstmal unsere Liste hier? Monat umschwenken, Marge 262 Miese. Die war da schon mal besser geworden, aber nie über Null hier gekommen in letzter Zeit. Oh Mann, ey. Schon eins, 2 Jahre, über 2 Jahre abgestürzt. Nicht aufgepasst, oder wie soll man das nennen? Wie sieht es denn mit den Finanzen überhaupt aus noch? 1,7, wir haben da 100.000 mehr, aber wir müssen hier das hier einfahren noch. Oh, jetzt ist die Marge bei 68, das ist ja schon ein bisschen besser, glaube. Aber hier ist sie bei 254 Miese. Ach so, aber das Jahr gerechnet, ne? Ja. Das macht einen Sorgen jetzt hier. Hier kommen noch 7 Personen zum Monument dazu. Kann ich denn jetzt hier noch eine Dingenskutsche da machen? Weißt du was? Wir machen jetzt noch hier Auto. Neue Linie. Stadtbus machen wir schon. Und das ist dann, dass der von da nach da fährt. Passt. Soll ich einen von den anderen runternehmen?
könnten wir auch machen, ne? 2, 4, 6, 8. Fahrzeug nicht laden, machen wir da gerade. Lass mal gerade schneller laufen, bis da keiner mehr drin ist. Stopp. Und jetzt kriegt er einen neuen Fahrplan. Stoppbus. Ist ganz oben, naja. Gütersloh Monument. Auf geht's. Vielleicht kriegen wir sie so runter, die ganz vielen Leute. Wir bestellen denn hier zum Bahnhof 33, okay? Beziehungsweise zum Bahnhof fahren die nicht, die fahren woanders hin, 6 zum Rathaus. Aber hier sind nochmal zwei über. Innerstädtisch sind da auch noch welche, super. Aber die werden ja auch noch weggebracht, so ist ja nicht. 6 Passagiere. Das ist jetzt ein bisschen schwierig immer, ne? Der wartet jetzt auf Fahrgäste. Stehen hier welche fürs Monument, beziehungsweise für die Burg 30. Jetzt funktioniert das nicht mehr, ne? 7 Fahrgäste hat er. Das macht die Marge, liegt bei 67%. Wie lang ist der Monat? Knapp die Hälfte rum. Mal gucken, ob das noch besser wird, ne? Momentan sieht es echt so aus, als ob wir bankrott gehen. Oh, hat er jetzt 4 Gäste da drin? Tatsächlich 6. Statistiken Profit. Er hat der 9.266 zuletzt Miese eingefahren. Mal gucken, ob das jetzt sich so irgendwie rentiert, weiß ich nicht. Sollten vielleicht hier drüber nachdenken, dass der 10% da kriegt. Weil mit so ein paar rumfahren ist einfach zu wenig. Also mit 10, mit 8 müssen wir schon dahin fahren, glaube. Sonst wird das nichts mit Pluszahlen hier bei dem. Und tendenziell neige ich auch dazu zu sagen, lass den hier ein bisschen warten. Hier sind jetzt nur 2. Ah, 4 sind's. Lüneburg. 5, machen wir 10% da. Dann wartet er da auch auf 8 in Lüneburg. Es müsste ja eigentlich klappen, dass da 8 Passagiere sind, die dann weiterfahren wollen, oder? Hier kannst du es auf gar keinen Fall machen, ne? Und hier kannst du es eigentlich auch nicht machen. Allerdings sind dazwischen an Gütersloh gerade mal 2 Passagiere drin, ne? Auch eine ganz schlechte Zahl. So, wir können ja mal gucken. Zurück sind 7. Der kommt zurück mit 0 sogar. Wir fahren dann Richtung Königsbrunn. 7. Da sind 3 drin. Da kannst du jetzt kein Dingens mit gewinnen, ne? Hier sind es dann 8, 9, 10. Zähne bei der nächsten Runde. Da kannst du eigentlich einen mitfahren lassen, einen Zug momentan fahren lassen und nicht zwei, aber die Strecke ist so lang, dann macht das keinen Sinn, oder? Kommt wieder einer mit Lüneburg, da sind aber 10, die da jetzt weiter schon mal wollen, das ist schon mal ein bisschen mehr. Hier hatten wir 230, das sind nur 224, ist ein bisschen besser geworden.
Aber das reißt uns momentan auch nicht raus, ne? Hier steht jetzt gerade keiner. Zug ist da, aber es fährt keiner. Hier steht nicht ein Passagier, der nach Gütersloh will, oder? Es will keiner nach da oben. Das ist jetzt gerade ganz komisch, oder? Ist denn ein Zug in der Richtung unterwegs? Noch nicht mal das, ne? Doch, hier steht einer, oder? Ne, der... Doch. SZ, was hieß denn noch Z? Sonderzug? Zwei sind da drin, wow. Ist voll besetzt, bringt aber miese nur, ne? Vier Passagiere. Er steht noch und er steht auch noch. Alles interne, ne? 15 zur Burg. Hier ist einer drin. Fahrplan sagt, wie viel? Achte müssen es sein. Gütersloh, Zweier kommen angefahren. Aber das Entscheidende ist, dass überall diese 1400 Miese stehen bei den Kutschen, ne? Das rechnet sich irgendwie alles nicht, ne? Da steht keiner und er fährt mit keinem hin wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Die großen Zeiten sind vorbei. Lüneburg-Rathaus, die steigen da aus. Hier fahren noch zwei weiter. Zug fährt noch nicht, nächste Kutsche, Zug fährt noch nicht. Zug fährt noch nicht. Jetzt kommt der andere Zug schon und der da oben fährt noch nicht. Jetzt fährt er, wie viel hat er? Neuner. Er hat jetzt seine auch 9. Hier stehen 5 für Lüneburg. 225 fürs Monument. Nicht laden, so ein Shit, ne? Gut, dass ich da gerade noch reingeguckt habe. Da sind 4 drin. Gütersloh nach Brandenburg, Köln. Wie viel sind denn drauf auf der Linie? 2. Könnte man auch teilen, ne? Aber momentan lasse ich so, weil wenn ich jetzt da auch noch mit anfange, verliere ich vielleicht noch mehr Fahrgäste. Kommen wir nämlich gerade so ein bisschen so vor, als ob wir Fahrgäste verlieren. Hier geht gar nichts. Zu viele Kutschen drauf. Entfernen. Alle Ausmustern, die jetzt gerade hier nichts drauf haben. Das bringt so nichts, wenn da so viele drauf sind. Die standen alle gerade. Die fahren sowieso schon alle minus. Jetzt bewegt sich wenigstens wieder was. Standen sich doch nur selber im Weg, oder? Oh Mann. Keiner will nach Gütersloh.
hier was faul, dass es da nicht funktioniert. Da sind 5 drin und was sagt der Fahrplan? 50%. Kannst du so und so machen. Weil das wird ja nichts, oder? Lass mal gerade die 2 Schiffe kommen. Jetzt fährt er. Dann hat er 37. Hier ist keiner für Gütersloh. 2 Brücken. Hier sind genug Leute da. Wir stehen da noch, also nur 2 Brücken. Hier wartet niemand. Da ist auch niemand drin. Hier stehen noch Leute. Steht schon einer an der Kirche vielleicht sogar. Stehen sogar 2. Wenn hier niemand steht zurzeit. Lass mal die Schiffe schnell kommen. Dann fährt er doch wieder, oder? Aber warte mal. Was sagt denn der Fahrplan hier? Okay, da können wir glaube ich mit leben. Es sind 16, das ist ein Schiff voll. Jetzt müssten hier noch... Ne, hat er alle mit? Hat wohl alle mitgenommen. Ist auch der einzige, der hier Plus einfährt, ne? Kann das sein, aber der fährt immer noch Plus. Bayreuth, 2 Brücken, Bünde, Ettlingen, Wielich. Da sind auch einige, die noch weiterfahren. Das ist schon mal gut. Passagiere, Bayreuth, 2 Brücken, Willig. Willig ist ja hier, also kannst du es ausschließen. Nur 2 Brücken und Bayreuth fährt hier. Alles nach unten, nichts nach oben, ne? Wo ist der Zug? Der steht hier. Wartet auf Beladung. 10%. Der andere Zug ist noch nicht da. Wo steht der? Da hinten? Ja. Mindestbeladung 33%. Okay. Wir sind dran. 21. Das wären 25, etwas mehr wie 25%. Ja. Bringt jetzt gerade auch nicht so richtig, ne? Wie sieht's hier jetzt aus? 65% Miso. Irgendwie kommt das auch nicht hoch, ne? So, hier, das muss ich ausmachen. Ne, die Linie bleibt immer da. Ach so, die ist ja auch da, die Nulllinie, okay. Und 117, okay. Die Zahl ist ja für uns maßgebend. Dann waren wir bei 91. Oh oh, naja, ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Vielleicht mache ich auch wieder 2 raus hier, weiß ich nicht, aber ist ein bisschen enttäuschend gerade, was hier läuft, ne? Habe ich eine Misswirtschaft zugange. Naja, ihr wisst Bescheid. Wir schauen, wo ist denn jetzt hier die Insel? Da wollte ich hin. Wir schauen, dass wir es irgendwie am Laufen halten. Ich weiß noch nicht wie. Der ist da. Hat noch genug Leute. Königsbrunn, ja. Fährt bestimmt Plus ein, ne, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Gut, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.